wie geht's denn so? Einer der ersten verlorenen 20 war Fanius, der Darth-Ruin wurde, der erste Sith-Lord des Sith-Imperiums, welches 2000 VZY gegründet wurde. Knapp 1100 Jahre später waren es bereits 12 Jedi, die den Orden verlassen hatten. Der 20. war Sudoku, als er 32 Jahre VZY freiwillig den Orden verließ, jedoch dann zu Darth Tyrannus wurde. Als Judas im Jahr 19 VZY mithilfe der Klone fast alle Jedi auslöschte, sah er sich selbst als der 21. Verlorene an. Die Statuen bestanden aus Bronxium und standen in den Jedi-Archiven als Erinnerung, dass die Jedi nicht perfekt seien. Auf den Socke jeder Büste waren die großen Taten des Meisters aufgeführt, aber nicht der Grund, warum er den Orden verlassen hatte. Diese Party ist vorbei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert und aktiviert die Glocke. Und denkt immer daran, die Macht wird mit euch sein. Immer.